Hallo und herzlich willkommen zu Space Haven Alpha 16 zur 68. Folge. Wir haben überraschenderweise ein Sklavenhändlerschiff abgeschossen, das letzte Mal. Und jetzt ist es an der Zeit, das zu entern. Und wir haben hier oben ein gut ausgeschlafenes Away Team 1. Oh, und ich muss es neu zuweisen. Wir hatten ja leider einen Todesfall zu beklagen. So. So, hallo. Jawohl. So, und zum Glück haben wir hier auf der Discovery 2 jetzt auch 4 Shuttle. So, das zweite Away-Team ist, das sollte mal eine Mütze Schlaf nehmen. Die schicke ich mal schlafen. Und das dritte Away-Team ist okay ausgestattet, würde ich sagen. Und jetzt machen wir auf die Schnelle noch ein viertes. Damn Dan und Tim haben wir ja. Die können ruhig ein bisschen Erfahrung kriegen. Und wen hatten wir denn noch? Ja, Tevin ist ganz gut. Mit zwar nur Waffen 2. Er ist zwar nur Waffen 2, aber da kann er ruhig noch mit ein bisschen was bekommen. Und Tessie genauso. Held ist eine gute Eigenschaft. Das heißt, Tevin und Tessie werde ich mal. Es wird Zeit, dass wir auch mal quasi ein Team 4 etablieren. Tevin. Die sind natürlich jetzt längst nicht so gut wie 1, 2 und 3. Aber jetzt haben wir hier oben auch ein Team 4. Wenn ich die jetzt mal alle markiere und zuweise, dann können wir auch die ansteuern. Jawohl. Und dann setzen wir die auch mal rein. Die sind so. Die hier, die jetzt schlafen sollen, behalte ich hier auf dem Schiff als Verstärkung. Beziehungsweise auch zur Schiffsverteidigung. Und hier docken die. Okay, die Shuttle sind einfach nur leer. Die docken da an. Alles klar. Das ist natürlich jetzt doof. Dann kann ich nicht da andocken. Aber ich würde auch nicht andocken wollen, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, hier sind die Shuttle schon voll. Will ich hier hinten durch die... ja, will ich. Ich möchte da hinten... Oh, nee, da fehlt noch einer. Da kommt noch einer und hier, ja, ich fliege mit dem Shuttle schon mal los, bevor die anderen in den Shuttlen sind. So, dann haben wir hier, ups, falsch, das Shuttle möchte ich. Dann machen wir hier andocken auf dieser Seite, ja, hier annehmen und... Hier ist auch gleich alles voll. Jawohl. Andocken. Und da docken wir leicht auf der Seite an. So. Und dann schauen wir mal. Oh, Sklavenhändler Nick Bleis. SOS Astro. Enterkommando rückt aus. Enterkommando rückt aus. Achso, wir. Wir. Wer sind damit gemeint? Dass wir mit einem Enter-Kommando ausrücken, nehme ich mal an. Oh, nee. Da steigen gerade Leute in das Shuttle. Alles klar. So, wir steigen hier jetzt mal aus. Können ein bisschen was sehen. Und da ist direkt einer. Okay, der ergibt sich. Sehr schön. So, ihr alle.
Einmal hinknien. So. Und da ist der Nächste. Ich glaube, wir müssen niemanden schicken, um die Türen zu öffnen. Und da ergibt sich der Nächste. Und da ist der Nächste. Da ist jemand, der gefangen ist anscheinend. Was? Androidenkollektiv. Arbeit in Raumanzug. Gefangener von Sklavenhändlergilde. Weitere Informationen via Infosymbol neben dem Namen. Da. Navigatorin Sklavin. Gefangener von Sklavenhändlergilde. Die zählt nicht zu deinen Gefangenen. Durch Grüßen an... Ich kann ihn kaufen. Folgende Gruppierung reagieren negativ, wenn sie herausfinden, dass diese Person an Bord deines Schiffes ist. Androidenkollektiv. Okay. Warum könntest du aufhören, Dinge zu reparieren? Da ist noch jemand, der nicht zu unserer Crew gehört, der die Tür repariert? Hallo? Seid ihr betrunken? Die Tür hier bleibt offen, ganz offensichtlich. So, zwei Leute haben sich ergeben. Wir stehen hier und warten darauf, dass irgendwer rauskommt. Und andauernd kommen hier Sklaven von denen und reparieren Dinge. Ich bin mehr als irritiert. Lass das doch mal, Leute. Das ist doch nicht gesund. Oder ich möchte euch ansprechen, ich möchte euch befreien eigentlich. Wir machen mal Team 1, bitte. Einmal hier hin und wir gucken mal. Oh! Alter! Einmal hier um die Ecke gehen. Und mit allem Mann Feuer. Da hat sich jemand ergeben, beziehungsweise das andere ergeben. Und der ist um die Ecke geflüchtet. Da ist wieder jemand, auf den wir schießen können. Das hat ja gut funktioniert. Hier kommen mehr Sklaven, die Dinge reparieren. Und hier haben wir wieder jemanden mit einer Waffe. Und da haben wir... Und da haben wir jemanden, mit dem wir sprechen können. Hallo? Das ist doch ein Flüchtling. Ich möchte... Gefangene freilassen. Ah ne, Moment, wir müssen mit denen hier sprechen. Das scheinen alle gewesen zu sein. Haben wir es tatsächlich hingekriegt? Du sprichst jetzt mit Sklavenhändlergilde. Wir geben auf, bitte akzeptiert eine Waffenruhe. Nö, wir nehmen alle gefangen. Und lassen euer Schiff herrenlos zurück. Ja, verabschieden. Tschüssi. Und, wie machen wir das jetzt mit den Sklaven, die anscheinend neue Mission verfügbar auf ACB Ginfa? Ach du Scheiße! Da sind die, die haben da was geändert? Eine Person medizinisch versorgen? Die entern gerade. Kann das sein, dass sie hier... Dass sie diese Station entern und ich habe es nicht mitbekommen, während ich ihr Wrack übernommen habe. Können wir mit denen... Ich bin so ein bisschen irritiert. Können wir hier Gefangene freilassen? Du
Du sprichst jetzt mit Militärallianz. Bitte um ihre Hilfe nachkommen. Okay, wir nehmen sie als Flüchtlinge auf unserem Schiff auf. Ja. Okay. Dann haben wir hier. Da haben wir noch so einen Typen. Den lassen wir direkt frei und können jetzt sprechen. Sprichst jetzt mit Zivilisten ihrer Bitte nachkommen und wir nehmen sie als Flüchtlinge auf unserem Schiff auf. Ich glaube, wir müssen mal ganz dringend. Wir haben ja einige Gefangene. Wir haben 8 Schlafplätze. Wir müssen hier noch ein Bett hinstellen oder sowas. Yep. Nee, wir stellen hier unten ein Bett hin. Einrichtung, ein Doppelstockbett hier vor den Blumenkübel und da. Dann haben wir 10 Schlafplätze. Ich glaube, so viele brauchen wir auf jeden Fall, wenn wir hier die ganzen Nasen befreien. Und dann schicken wir mal einen Trupp hier hin. Und oh nee, erstmal ihr dahin und ihr dahin und den Gefangenen auch einmal freilassen. Lauf doch nicht weg. Stopp. Einmal hier Gefangenen freilassen. Hallo? Tassi, du gehst jetzt erstmal dahin. Und so, und jetzt nochmal Gefangenen freilassen. So, und jetzt können wir mit dem sprechen. Und Androidenkollektiv. Was? Verabschieden. Okay. Ich spreche jetzt mit. Das ist doch nicht richtig. Die können wir nicht als Flüchtling aufnehmen, oder was? Spannend. So, können wir hier nochmal. Da können wir jetzt auch nochmal sprechen. Du sprichst jetzt mit Zivilisten. Verabschieden, okay. Liara, mal mit dem da sprechen. Hallo, bist du ein Freund? Kannst du mir bitte helfen? Alle Sklaven freilassen und zu Flüchtlingen machen. Jawohl. Okay. So, die drei Leute einmal dahin. Dann unsere, diese Nasen einmal hierher schicken und die Nasen einmal hierher schicken. Damit wir dieses Schiff erkunden. Und dann werden wir langsam aber sicher die Leute rüber transportieren. Hoffe, die Flüchtlinge werden es irgendwie hinkriegen. Und da kommen. Okay. Da kommt noch ein Schiff in den Sektor eingetreten. Was? Scheiße! Die sind zurückgekehrt! Hilfe! Einmal Antrieb. Nein, nicht Antriebe laden. Nicht Antriebe laden, nicht Navigation laden, Schilde, Geschütze. Unsere Schilde sind voll aufgeladen. Gut, unsere Schilde sind voll aufgeladen. Ja, da hätte ich ja eigentlich mit rechnen müssen, aber hallo? So. Ihr einmal da rein. Ihr einmal da rein. Ihr einmal da rein. Beziehungsweise da rein. Das Schiff ist noch leer. Die haben volle Schilde. Wie sieht es mit unseren Stationen aus? Wir können schon mal anfangen, darauf zu schießen, würde ich einfach mal sagen. Während die, damit die Leute, die
Tja, okay, dann schießen wir direkt hier auf diese Türme. Natürlich, ey, wenn die wegspringen, dann kommen sie auch wieder. Also, André, herzlichen Glückwunsch, ey. Mein Gott, gibt's hier nicht eine Schaltfläche mit alle? Fortgesetztes Feuern, Aufladen beenden, Ziel auswählen. Ja, okay, wir sind auf Ziel auswählen. Ich kann die nicht gruppieren. Wir schießen alle einmal, sobald jemand am Geschütz ist, alle einmal auf diesen Turm. In der Hoffnung, dass wir quasi das, was an Schaden rauskommt, definitiv minimieren und wir die auch noch abgeballert kriegen. Und dann müssen wir unser Gefängnis wirklich ausbauen. Vielleicht müssen wir auf der Discovery 2 einfach ein Gefängnis einrichten. Heieieiei. So. Dann sind wir vorbereitet. So, nochmal auf Pause. Und jetzt sind wir in dem Gefecht, während wir hier noch Dinge erforschen. Ihr habt hier alles erforscht. Dann geht mal da zurück. Ihr dahin. Ihr dahin. Und da haben wir alle. Sehr gut. Dann einmal Direktbefehl aufheben. Direktbefehl aufheben. Direktbefehl aufheben. Und ich hoffe, dass ihr jetzt auch automatisch die Gefangenen sind ja schon an den Shutteln. Was machen die hier? Ach so. Und wir müssen noch sagen, nehmt mal alles, was die hier haben, einmal auseinander. Während wir hier. Und anscheinend. Hallo, kann mal jemand sich an die Geschütze setzen? Da kommt aber auch jemand, okay. Wir werden nämlich gerade beschossen. Und anscheinend wollen die auch die Androidenbasis angreifen. Ja, Hauptsache, sie kommen nicht zu mir und entern mich. Aber wir sind jetzt auch am Schießen. Sehr gut. Wir haben ein bisschen Schilde verloren, aber das stört mich jetzt nicht wirklich. Wir nehmen hoffentlich hier Gefangene mit. Und Richard, kannst du mal einfach mal Folgen machen? Und ihr drei, Direktbefehl aufgehoben, Direktbefehl aufgehoben. Diana, einmal folgen lassen, bitte. Weil ich glaube, wir haben eh nur diese zwei Gefangenen, kann das sein? So, Diana, einmal einsteigen mit Gefangenen. Und Richard, einmal hierher. Und der kommt mit. Und dann da einsteigen mit Gefangenen. Und ich zoome mal kurz raus. Das ist der letzte rote Punkt. Ja, ansonsten haben wir da noch einen Flüchtling, aber die schaffen es ja in der Regel immer vernünftig raus. Okay, wir haben den Turm zerstört. Krass. Dann würde ich mal sagen, wir schießen auf den anderen Turm mit den Sachen, die Dinge zerstören können. Unsere Schilde halten. Unsere Feuerkraft ist beeindruckend, tatsächlich. Ich war vorher einfach noch ein bisschen zu ängstlich, habe ich das Gefühl. So. Der Turm ist kaputt, wir schießen auf den anderen Turm. Die Höhlenpunkte gehen runter. Okay, und jetzt haben sie gerade ein bisschen Schild nachgeladen. Und irgendwas ist am. Ja, nee, keine Waffenruhe, Leute. Ich glaube, es hackt. So, und wir bauen hier Dinge ab. Und, ach so, genau, wir haben hier Gefangene. Und hier kehrt ein Shuttle zurück. Die haben versucht, anscheinend da Stunk zu machen in der Androidenbasis und haben auf den Sack bekommen, beziehungsweise sind gefangen genommen worden oder wurden abgeballert. Dann gucken wir mal. Dann haben wir dieses Schiff auch gleich zerstört. Oh Gott. Und irgendwas ist am Reservestrom. Irgendwas Discovery One. Was ist nicht am Leistungsstromnetz?
Oh, unser Stromknoten da ist ausgefallen. Und da haben wir auch das zweite Sklavenhändlerschiff zerstört. Meine Fresse. Okay, einmal wieder alles zurückdrehen. Und jetzt gucken wir mal, will uns jemand entern? Aber ich denke, diese Dinger sind jetzt nur auf Automatik. Ja, sie gehen noch nicht mal zu den Docking-Ports. Und ja, wir müssen erstmal reparieren. Wir müssen erstmal Dinge auseinandernehmen. Da fliegt ein Shuttle, da fliegt ein Shuttle. Wo wollen wir hin? Haben wir hier noch eine Mission? Eine Person medizinisch versorgen. Gefangene Adora Bell, das gibt's ja wohl nicht. So, und hier docken die Shuttle von dem anderen Schiff. Steigen da jetzt Leute ein? Sieht nicht so aus. Beschwerden von Flüchtlingen. Ach komm, stellt euch nicht so an. So, dieses Shuttle hier kann Direktbefehl aus. Jack ist neu. Sklavenhändlergilde, genau. Jack ist Florist und Gaumont. Waffen 5. Medizin, Botanik, Fertigung und Rohstoffabbau und ja, den möchte ich abwerben. Wie hieß der andere? Nee, Piratenpakt. Ah, der Piratenpakt, den habe ich mir noch nicht angeguckt. Lagerarbeiter und Gourmand. Rohstoffabbau, Bauen und Fertigung, meine Fresse. Ja, will ich abwerben. Dann gehen wir mal hier die Sachen durch. Da habe ich schon einen Abwerben-Tab gesetzt, da auch. Flo, dasselbe. Freya, auch. Amal. Sklavenhändlergilde. Kontaktbedürftig und Lagerarbeiterin. Rohstoffabbau, Bau und Fertigung. Botanik wenig. Oh, aber Waffen 7. Ja, würde ich auch gerne abwerben. Die können sinnvoll unsere Crew erweitern, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und hier oben haben wir bestimmt noch Leute von denen, aber okay, wir haben ausgeschlafenes Away-Team 2, aber ich würde ungern nur ein einzelnes Away-Team, weil 3, 1, 3, 4 sind noch hier unten am Sachen auseinanderbauen und irgendwie mit Dingen beschäftigt. Ich weiß nicht. Sollte ich hier ein einzelnes. Also die Frage stellt sich eigentlich gar nicht. Soll ich ein einzelnes Away-Team hier hinschicken? Ich glaube, nein. Also. Ja. Nee, kann ich nicht machen. Ist noch irgendwer, die bauen Schiffe auseinander. Wir hätten hier drei von dem. Können wir sagen, ihr sollt mal zurückkommen? Nee, eigentlich nicht. Die sind auch nicht ausgeschlafen. Dann machen wir doch mal Richard übergehen, schlaf noch mal 2, 3 Stunden und dann nehmen wir hier diese 7, die in der Mitte sind, würde ich vorschlagen. Dann können wir auch. Ach, wir haben aber wahrscheinlich nicht genug Betten zu sagen, ihr sollt jetzt mal alle schlafen. Auf jeden Fall ist unser Kittchen, unsere Unterbringung für Flüchtlinge und auch für Geflüchtete relativ voll. Mal gucken, was dabei herauskommt. Also wirklich viel Platz ist nicht und wir haben einen Algenspender. Es wäre vielleicht ganz gut, wenn wir da noch einen zweiten reinstellen, aber so richtig Platz ist jetzt nicht mehr. Wir brauchen, ja, Platz ist begrenzt einfach. Ist so. Ja, wie viele? Wir haben 4 Flüchtlinge, die alle mithelfen. Also wir haben ein paar Sklaven befreit. Das ist ganz schön. Hallo? Da kommt ein Enter-Team. Ich fasse es ja nicht. Alles klar. Einmal.
Okay, da habe ich nicht aufgepasst. Verdammt. Einmal direkt Befehl. Wir haben keinen Shuttle. Okay, alle Mann hier. Sind das nur, haben wir hier nur drei Leute gerade am Start? Ja. Gwenny, Yaren und Meadow, die anderen sind alle unterwegs? Ach du Scheiße. Ja, Mist. Wir brauchen ein größeres. Wir brauchen eine größere Besatzung für unser. Für dieses Team hier. Einmal die Türen öffnen. Für die Discovery 2. Genau, da kommen. Direktbefehl. Einmal da docken, bitte. So, dann docken wir mal hier außen und überraschen Sie ein bisschen. Was? Da kommt ein zweites Shuttle. Okay, da kommt ein zweites Shuttle, das ist leer. Okay. So, wir haben hier diese drei. Hinknien. Sehr gut. Und ihr schießt auf die. Hier docken wir mit unserem Shuttle an. Und wir sind zu dritt. Squopsy und Celine sind alle nicht super im Schießen. Die wollen dann da. Oh. Nee, die wollen dann. Das geht nicht. Die steigen dann durch die. Nee. So, dann einmal. Nein, falscher Knopf. Einmal alle einsteigen und dieses Schiff hier. Direktbefehl dahin und Direktbefehl aufheben. Schlecht. Wir haben zwei, die sich ergeben haben. Und jetzt machen wir doch nochmal Direktbefehl. Und docken hier an. Nee. Andocken. Da. Annehmen. Und einmal verriegeln. Warum schießt ihr auf den? So, Gwenny geht mal darüber und hier, ihr geht mal da rein und eröffnet das Feuer auf die von hinten. Einmal hinknien, das soll beim Zielen helfen. So, und haben wir hier hinten. Haben wir irgendwo einen Shuttle? Nee, haben wir nicht. Haben wir hier einen Shuttle? Direktbefehl. Das kann mal da docken. Und dann schicken wir das Away-Team, was schon hier am Start ist, darüber. Während wir versuchen hier die Discovery 2 zu retten. Alter! Jetzt kann Gwenny von da hinten kommen. Und da haben wir auch schon wieder einen, der sich ergeben hat. Kann das sein? Ja. Aber nur eine Person. Squab und Xi sind noch sehr gut aufgestellt.
Und wir schießen auf die. Gwenny schleicht sich von hinten an. Ah, da war es vorbei mit dem sich von hinten anschleichen. Okay. Gwenny hat sich ergeben. Squab ist in Panik geraten und da hat sich jemand ergeben und eine Person haben wir erschossen. Jetzt kommt's down to the last man standing. So, und Squab läuft auf Squab läuft auf die Piraten zu und da wird geflüchtet und dann gehen wir doch mal hier hin und schießen. Und du kniest dich hin und schießt auf diese Person. Da hat Xi einen abgekriegt. Und hier sind wir mit unserem Away-Team. Einmal einsteigen. Sehr gut. Und wir wollen andocken. Da. Annehmen. Xi. Weiter auf diese Person schießen, die nicht mehr viel hat, hoffe ich. Jawohl, getroffen. Oh, komm schon. Einmal noch treffen. Meine Fresse. Okay, unser Shuttle ist fast da. Mit der Verstärkung. Bisher haben wir keine Tote. Oh Gott. Oh, der Kampf um die Discovery 2. Weil ich nicht aufgepasst habe. Weil wir zu wenig Crew auf der Discovery 2 haben. Warum habe ich gerade... Jacqueline... Noch ein Besatzungsmitglied von mir ist... Oh, scheiße. Ja, ist getötet worden. Oh. Das war knapp. Alter. Scheiße. So, noch irgendwelche... So, akzeptiert eine Waffenruhe. Nein, wir nehmen euch gefangen. Das gibt's ja wohl nicht. So. Markus, was brauchst du? Ist Arzt und kontaktbedürftig. Ja, den will ich auch abwerben. Und du machst mal schön hier... Alter. Meine Fresse. So. Ich muss mal dringend dafür sorgen, dass wir hier, auf der Discovery 2, so wie es aussieht, brauchen wir auf der Discovery 2 auch ein Gefängnis, weil Markus steht jetzt wie ein Ölgötze rum. Und wir haben ein totes Besatzungsmitglied zu beklagen. Jacqueline. Ist von uns gegangen worden. Shit. Ja. Wir könnten hier auch auf der Discovery zweimal ein kleines Gefängnis einrichten, würde ich sagen. Und zwar hier vorne. Wir haben jetzt erstmal, ich glaube, fast alle Gefahren sind erstmal gebannt. Und dann würde ich doch mal hier so ein kleines Gefängnis vorschlagen. Also hier machen wir den Gang weiter und machen hier vielleicht mal ja so Wand für die Toilette. Dann haben wir hier ja und dann kann da ein Tisch ja. So. So kann das
aussehen. Sehr gut. Dann erweitern wir das, machen da vorne ein Gefängnis hin und müssen uns auch nochmal darum kümmern, dass wir hier noch mehr Leute, vielleicht nehmen wir da welche von dem, oder vielleicht setzen wir komplett Team 4. Kevin, Tazzy, Dam, Dan und Tim setzen wir direkt drüber als Verteidigungslinie hier auf der Discovery 2. Wäre, glaube ich, eine Sache. Aber dann werden die auch nicht trainiert, wenn ich sie nicht in Außeneinsätzen einsetze. Und hier ist meine Logistik überfordert. Ja. Jetzt mal gerade gucken. Haben wir hier noch... Das hier ist... Unter Direktbefehl. Das wollen wir mal ausmachen, damit es wieder eingesetzt werden kann. Sind hier noch mehr? Nee, die Shuttle sind alle nicht unter Direktbefehl. Aber hier ist einfach unsere Logistik überfordert. Und hier sieht es schlimm aus. Meine Fresse. Und hallo? Da hat sich noch jemand ergeben? Squab? Ah, da ist also, da haben wir noch einen Sklavenhändlergilde. Ich brauche einen Klinikbett, ich blute. Kampfpilotin und Quasselstrippe. Möchte ich eigentlich auch abwerben. Oh, ja, und ja, das nächste wäre dann ja ganz offensichtlich, dass wir auch eine Krankenstation brauchen. Dann würde ich doch mal sagen, fangen wir an, hier auf dem Gang bei den Kabinen quasi eine Krankenstation zu planen. Dann würde ich nämlich mal sagen, wir machen hier... macht das Sinn? Ich würde sagen, wir planen eh mit Einzelnen, falls wir wieder irgendwelche, Sporeninfizierungen haben... Macht es Sinn, direkt mit sowas zu planen? Wir machen mal Einrichtungen. Nee, nicht Einrichtungen, Anlagen. Warum fliegt da ein Sklavenhändler-Shuttle durch die Gegend? Sitzt da jemand drin? Nee. Okay, Jacqueline ist das. Die Nachricht mache ich jetzt mal weg. Ich lasse mich zu sehr ablenken. So, wo ist ein Klinikbett? Klinikbett da. Ja, so. Und dann will ich Tür, Wand, Tür. So, so, so. Und nach da erweitere ich gleich die ganze Geschichte. Und dann machen wir hier Einrichtungen. So. Und Androidenkollektiv ruft an. Dann gehen wir doch mal ans Telefon und gucken, was sie wollen. Ich hoffe, die wollen einfach nur einen ihrer Geflüchteten oder sowas haben. Keine Ahnung. Seid gegrüßt, weil normalerweise bei uns ein paar Ressourcen knapp geworden. Wärst du uns bereit zu helfen? Sie brauchen drei Energieblöcke. Drei Energieblöcke. Oh. Nee. Beim besten Willen nicht. Energieblöcke sind deutlich mehr wert als 1800 Credits, würde ich sagen. Nein, ich glaube, wir haben 13 oder 14, aber trotzdem. Ja, das dauert zu lange. Tschüss, ja, es gefällt euch nicht. 14 Stück haben wir. Also es sind relativ viele, weil wir auch welche auf den Schiffen gefunden haben, aber ja, nee. Da versuchen... Ich nehme mal an, dass die Androiden gleich da oben entern wollen würden. Ich mach mal ein bisschen schneller. Ich bin jetzt irgendwie, ob da nochmal wer ankommt und versucht uns zu entern oder so. Auf jeden Fall. Oh, haben wir. Ne, eine menschliche Leiche. Da war eben schon mal eine menschliche Leiche. Haben wir hier. Kann das sein, dass wir eine. Dass eine Gefangene schon rüber transferiert wurde? Naja, auf jeden Fall will ich hier hinten noch ein Gefängnis einrichten, auch auf der Discovery 2, sodass wir langsam ein vollumfängliches Schiff werden. Und, Gwenny. Gwenny? Hallo? Ich blute? Ja?
Du brauchst sowas von ein Klinikbett. Das sehe ich genauso. Xi, dasselbe. Ihr braucht dringend Versorgung. Ja. Gwenny legt sich jetzt erstmal hin, weil sie gar nicht mehr kann. Okay. Jetzt muss Zeug rangeschafft werden, dass wir hier Klinikbetten bauen können. Und ich mache mal auf langsam. Weil ich möchte dann hier auch noch ein Klinikbett bauen und noch ein Klinikbett bauen. Und dann machen wir hier Wände. So. Und Türen. Und Einrichtungen. Wlupp, 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 wlupp. Dann haben wir hier eine Abteilung von drei Klinikbetten. Ich glaube, drei reicht erstmal, beziehungsweise wir können auch noch ein viertes dahin machen. Und dann schließt sich das vorne quasi an die einzelnen Kabinen an. Was ist hier? Temperatur, Sauerstoff. Temperatur, da ist es zu hot. Sauerstoff sieht gut aus, da hinten ist es zu hot, ganz anscheinend. Dann machen wir mal da so ein Kontroll-Dingsi-Bumsi hin. Kann nicht schlafen. Oh, Squab. Squab ist noch unter Direktbefehl. Um Gottes Willen. Squab, leg dich irgendwo hin. Ah, da ist Ame und da ist Markus. Okay. Wir brauchen Teilelieferungen für sowas. Und ich glaube, ich mache nochmal auf normale Geschwindigkeit. Wir müssen der Sache ins Auge sehen, dass wir mehr Crew hier drüben brauchen. Was ist mit Christiane? Christiane ist selbstbewusst und Rechtsanwältin. Botanik, Medizin, wenig Forschung. Zioge, clever und Psychologe. Viel Botanik, Medizin kann er auch, aber das ist unser Go-To-Doktor, glaube ich. Sternknipsle, Medizin nicht so hoch, Waffen 2 mit Potenzial nach oben, aber ist ein Feigling. Zarazani, kontaktbedürftig, Geologin. Medizin, bisschen was. Botanik, Rohstoffabbau. Horsti, keine Medizin. Waffen niedrig. Flint, Waffen, Medizin, Vieh. Alles klar. Flint und Schütze auch. Flint ist jetzt Heimatschiff festlegen. Den sattel ich um auf die Discovery 2. Der hat auch noch ein bisschen Medizin. Dann haben wir eine Person mehr, was Medizin angeht. Und das soll mir erstmal reichen. Und ich glaube, wir sind hier auch nah am Tragelimit. Und wir brauchen einen. Ja, wir brauchen einen weiteren Antrieb. Das heißt, hier hinten Systeme. Kommt noch ein Antrieb hin. Meine Fresse. So, und jetzt haben wir hier oben immer noch ein Schiff, was eine potenzielle Gefahr darstellt. Und ich gucke gerade. Ich bin jetzt schon bei der Aufnahme bei 43 Minuten. Es ist einfach so haaresträubend gewesen. Da würde ich sagen, wir haben hier einiges in Auftrag gegeben. Es ist niemand mehr in akuter Lebensgefahr. Gwenny und Xi ist zusammengebrochen. Ohnmächtig. Ja. Dann würde ich mal sagen, bevor wir hier irgendwas machen, Direktbefehl, einmal hier aufheben. Meadow, steck mal Xi in eine Stasis-Kapsel. Dann ist er erstmal sicher. Und Gwenny hat auch so wenig Hitpoints. Es macht, glaube ich, Sinn, da mal rüber zu gehen und zu sagen, wir können Gwenny einfach mal Direktbefehl machen und du legst dich mal in einen Pot, genau. Und Meadow ist ja noch nicht zusammengebrochen. Gwenny legt sich auch einfach mal in eine Stasiskammer und sobald wir
hier Klinikbetten eingerichtet haben, können wir diese Verletzten versorgen und haben dann hoffentlich auch... Okay, da wird jetzt niemand noch unerwartet den Löffel in die Ecke werfen oder so. Hier... Ich weiß es doch auch nicht. Ich muss mich um die Zeitpläne kümmern. Alter, ist viel zu tun und wir haben hier noch ein Schiff. Ich mach mal ganz kurz. Rührt sich hier was? Beschwerden von Gefangenen. Kein Weg, kein Zugang zu Essen. Doch, die Algen wurden einfach noch nicht nachgefüllt. Hier hat jemand in die Gegend gekotzt. Das ist so ein bisschen, Okay, dann machen wir mal hier. Wir bewegen mal diesen Stuhl dahin. Jawohl. Und hier kommt bei Nahrung ein Algenausgabegerät. Hier um die Ecke. Dann habt ihr ein zweites. Dann sollte das aufhören. Ja, ihr kriegt doch was zu essen jetzt gleich. Wenn wir denn mal dahin kommen, dass wir... Was ist hier los? Sauerstoffstand nicht möglich. Was? Wir sind nur bei Sauerstoffstand Mittel. Haben wir kein Wasser mehr? Haben wir keine Logistik, die sich drum kümmert? Doch, Sauerstoff. Okay, da ist Wasser drin. Da wird sich drum gekümmert. Wir haben nur langsam, aber sicher ist aus irgendeinem Grund der Sauerstoffstand hier eingesackt, wie es aussieht. Dann würde ich mal sagen, hier hinten ist doch hier so am Fenster. Hier hinten haben wir auch so eine Reservebatterie am Rumstehen. Hier an das Schild kann auch gut noch ein Sauerstofferzeuger. Lebenserhaltung, Hier kann auch super noch ein Sauerstofferzeuger hin. Jawohl. Und hier hinten im Maschinenraum eigentlich auch. Hier. Da ist auch... Okay, da ist schon einer. Hier haben wir doch immer so ein Sauerstoffproblem. Das heißt, wir können hier vorne einen Lüftungsschacht hinmachen und... Hier können wir eigentlich doch auch noch einen... Ach, jetzt habe ich... Doch, den Sauerstofferzeuger, den können wir direkt hier in die Ecke packen. Ja, super. Jetzt baue ich dann nochmal ein paar Sauerstofferzeuger. So, ich glaube, ich habe... Alter! Eintreffendes Schiff, Sklavenhändlergilde. Okay. Das ist eine sehr lange Folge geworden. Und es ist viel zu tun. Also hier oben, das hier, ich glaube nicht, dass da noch jemand drauf ist. Und wenn, dann interessieren die uns nicht mehr. Wir haben hier Dinge zu tun, nämlich, und da kommen jetzt zwei Schiffe rein gesprungen, gegen die wir uns hoffentlich wehren können. Wir bauen hier gerade eine Erweiterung, wo dann in Zukunft auch noch ein Gefängnis hin soll. Und ich habe mega Bock, möchte eigentlich auch hier weitermachen. Aber ich mache jetzt erstmal Feierabend für heute. Also was heißt Feierabend für heute? Ich beende jetzt diese Folge. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zusehen. Ich weiß, dass es einige tun. Joachim, danke für die ganz vielen Hinweise, sage ich jetzt nochmal direkt. Aber wenn ihr auch noch was habt, was mir entgangen ist, was ich besser machen könnte, schreibt es total gerne in die Kommentare. Ich würde mich über jeden Like bei den Videos freuen und erwägt den Kanal zu abonnieren. Würde ich mich auch sehr drüber freuen. Danke fürs Zusehen. Selbst wenn ihr diese ganzen Sachen nicht macht, freue ich mich aber, wenn wir uns in der nächsten Folge sehen. Alter, ich wünsche euch allen einen ganz zauberhaften Tag. Tschüss.